Vor Tagen sagte mir eine stellvertretende Schulleiterin, dass wenn sie kündigt, sie doch nichts mehr machen kann, außer als Zeitarbeiterin zu arbeiten. Denn sie kann doch nur lehren, sie ist doch nur Lehrerin, sie hat doch keine besonderen und keine wertvollen Fähigkeiten für die freie Wirtschaft. Also da ist ja eigentlich nichts zu machen. Was soll sie denn da machen? Da wird doch kein Unternehmen sein, was sie haben möchte. Das ist schon sehr interessant, dachte ich mir, dass dieser Gedanke da ist. Und dieser Gedanke ist ja sehr typisch. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass wenn du jetzt als Lehrer hier zuschaust und über die Kündigung nachdenkst, sofort denkst, naja, wie findest du jetzt einen Job? Wie soll denn das jetzt funktionieren? Du hast doch keine besonderen Fähigkeiten, keine wertvollen Fähigkeiten, nichts, was jetzt für die freie Wirtschaft interessant sein könnte. Und ich dachte mir, das ist schon ganz schön faszinierend, dass just Menschen so denken, die so vielschichtig und vielseitig tagtäglich arbeiten. Da muss doch irgendwas dahinter stecken. Das kann doch nicht sein, dass die Lehrer diese Haltung haben und das auch noch sogar verinnerlicht haben. Und ich möchte dir jetzt in diesem Video drei Hauptgründe nennen, weshalb dieser Gedanke da ist, dieses ich kann ja nichts Besonderes, ich habe ja keine wertvollen Fähigkeiten. Und du wirst spätestens bei dem dritten Punkt einen Aha-Moment haben und wissen, womit das zu tun hat und was eigentlich der Grund ist für diesen Gedanken. Lass uns gleich starten mit dem ersten Grund. Also der erste Grund ist die Tätigkeit an sich. Man arbeitet ja als Lehrer in seinem Fach sowohl theoretisch als auch praktisch doch sehr weit unten angesiedelt, was das Niveau angeht. Es ist schon sehr überschaubar, was man da macht. Und schon hat man das Gefühl, man hat da jetzt keine hochkomplexen Themen, keine hochkomplexen Herausforderungen, keine hochkomplexen Projekte, die man da hat und keine nationalen, internationalen Erfahrungen wie manch andere in der freien Wirtschaft mit dem gleichen Thema, was man da studiert hat, also mit dem gleichen Fach, was man studiert hat. Und schon entsteht das Gefühl, naja, kleiner zu sein, nicht ganz so wertvolle Fähigkeiten zu sein. Und schon macht man sich da eben eher, zieht man sich da eher zurück oder macht sich dann klein. Also schon das ist ein Grund dafür, dass dieses Gefühl da entsteht, wobei das natürlich nicht so sein muss, denn es ist ja nur ein Teil von dem, was du kannst, was du vermittelst. Es ist ja nicht so, dass das, was du vermittelst, alles ist, was du kannst. Es ist ja nur ein kleiner Bruchteil von dem, was du da vermittelst. Das ist etwas, was du dir bewusst machen solltest. Und zudem eben kommt es natürlich hinzu, dass das Image des Berufs nicht ganz so angesehen ist. Also nett ausgedrückt. Es ist ja schon so, dass man als Lehrer mit sehr vielen Vorurteilen konfrontiert ist. Also ich weiß noch aus meiner eigenen Zeit, immer wenn ich gesagt habe, ja, ich unterrichte als Lehrerin oder ich arbeite als Lehrerin, da kam sofort, ah, du hast ja dann ganz viele Ferien und das ist ja ganz toll, hast ja ganz viel Freizeit. Also wenn man sich die Stressfaktoren im Lehrerberuf anschaut, schau dir hierzu mal dieses Video an, weiß man, dass das vollkommen falsch ist. Aber trotz allem halten doch so sehr viele daran fest. Und wenn ich gesagt habe, ja, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, kam sofort, oh, wie toll, und kannst du mir dies und jenes erklären? Und ja, was ist, wenn ich dies oder jenes esse? Also da war die Haltung schon ganz anders. Also diese Rückmeldung, die man bekommt, wenn man so sagt, ja, ich bin Lehrer, das führt natürlich auch schon dazu, dass man oft das Gefühl hat, naja, ganz so toll ist es ja nicht, was man da macht. Also da solltest du auch ganz, wirklich ganz, ganz dringend mein Rat an dich da aufpassen, dass du da jetzt nicht diese Haltung oder so dieses Image, was man da in Medien, in der Presse da jetzt so ein bisschen bekommen hat vom Lehrer, dass du das zu stark an dich heranlässt und dass du es nicht so wirklich, wirklich da dich damit identifizierst. Das ist ganz wichtig. Zudem kommt, dass jetzt in den letzten Jahren immer vermehrt Menschen in den Lehrerberuf gekommen sind, die weder ein Lehramtsstudium absolviert haben, noch das Referendariat gemacht haben. Und das ist natürlich auch ein Signal an die Lehrkräfte, naja, das, was du kannst, ist jetzt etwas, was der andere auch mal schnell eben lernen kann. Also es gibt jetzt keinen, der auf die Idee kommt zu sagen, naja, man kann mal eben schnell ein Arzt werden und mit Patienten arbeiten oder ein Rechtsanwalt werden. Aber man kann ja eben schnell mal eben so mit einer Woche Seminar mal Lehrer werden und mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Also das ist auch schon mal für mich eine Art des Signals, was von Dienstherren an die Lehrer weitergegeben wird, was überhaupt nichts mit Wertschätzung zu tun hat, sondern meines Erachtens sogar respektlos ist. Und das ist auch etwas, was sehr viele Lehrer traurig stimmt oder ihnen das Gefühl gibt, naja, das, was sie da jetzt machen, ist jetzt nicht ganz so wertvoll. Also das ist einmal der Bereich der Tätigkeiten, so dass du dir hier wirklich bewusst machst, okay, hey, es ist einfach ein systemisches Ding und hat mit dir persönlich und mit deinen Fähigkeiten da jetzt nichts zu tun. Es ist immer wichtig, da diese Distanz zu gewinnen, aus der Metaebene draufzuschauen. Der zweite Bereich ist natürlich das System als solches, das Schulsystem, vor allem aber hier jetzt das Beamtensystem. Punkt 1 war eher das Schulsystem, hier sind wir eher in dem Beamtensystem. Das ist natürlich so als Beamter.
nicht so die Möglichkeit hast, dich zu entfalten, schau mal hierzu dieses Video an, oder nicht die Freiräume hast und nicht Risikobereitschaft nicht so hoch sein muss und Mut und Selbstvertrauen da jetzt auch nicht so groß gefragt ist, weil du nur mal weisungsgebunden bist, da wird gesagt, erlass Vorgaben, das und das ist zu machen, dann setzt du das um. Also da ist sehr wenig Möglichkeiten für dich herauszufinden, was steckt eigentlich in dir, was ist eigentlich dein Potenzial, was ist da noch in dir versteckt, was du noch herausholen kannst. Also das ist da jetzt einfach nicht so richtig möglich in dem Beruf, also sagen wir mal in diesem System, weil es einfach sehr eng ist und mit sehr vielen Vorgaben und mit sehr viel Fremdbestimmung. Und was die Fremdbestimmung mit deiner Gesundheit macht, kannst du dir hier anschauen. Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass du für dich selber weißt, es geht hier auch hierum nicht darum, dass du irgendwie was nicht kannst oder dass in dir nicht mehr drinsteckt, sondern dass du gar nicht die Möglichkeit dazu hast, das herauszufinden und dich da mehr in die Weite zu trauen und mehr dazu tun, weil es einfach nicht gefordert ist, nicht gewünscht ist und auch gar nicht die Möglichkeit dazu da ist. Und alles ist hier schon sehr klar vorgegeben. Also die Baustein 1 und Baustein 2 führen schon dazu, dass man oft als Lehrer sich so ja, klein sieht und da jetzt nicht so richtig selbstbewusst sagt, so das kann ich, das ist das, was ich vorweisen kann, das ist das, was ich da jetzt als wertvolle Fähigkeit habe. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, der das Ganze nochmal so wirklich noch abrundet, das ist die Entkopplung von Leistung und Anerkennung und Wertschätzung. Das ist als Lehrer überhaupt keine Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen mit deinen Fähigkeiten, mit dem, was du leistest, auf die Rückmeldung, die du bekommst. Also du hast überhaupt keine Möglichkeiten, entweder monetär dafür zu sorgen, dass du aufgrund deiner Leistung, aufgrund deiner wertvollen Fähigkeiten mehr Geld bekommst. Also es gibt nicht die Möglichkeit, eine Gehaltsverhandlung durchzuführen. Es gibt nicht die Möglichkeit, also ich meine, als verbeamteter Lehrer kannst du auch nicht mal streiken. Also, obwohl du kannst dir hier mal anschauen, was passieren würde, wenn du es tust. Aber es gibt keine Möglichkeiten, die du hast. Es ist eine komplette Entkopplung. Und das führt auch hin und wieder zu so einem Gefühl von Hilflosigkeit und Unmacht, weil du, wenn du viel leistest und eine hohe Erwartungshaltung an dich selbst hast, hohe Anspruchsforderungen, also dir sehr viel von dir selber forderst und einen tollen Unterricht machst und vielleicht 3, 4 Klassenleitungen sogar hast und noch Vertretungsstunden machst und super tolle Arbeitsblätter hast und tolle Methoden hast, kriegst du trotzdem das gleiche Geld wie jeder andere, der das all das nicht hat. Und das ist natürlich schon etwas, was einerseits kann man sagen, ja super, jeder bekommt hier das gleiche Geld, egal ob viel oder wenig, was man da arbeitet, das ist ja toll. Also das Gehalt hat mit der Leistung nichts zu tun, es gibt da eine Entkopplung. Aber gleichzeitig bedeutet das für dich, dass du keine Einflussmöglichkeiten hast, also du hast da überhaupt nichts, was du da jetzt bewegen kannst, machen kannst, gar nichts. Und zudem bedeutet das für dich, dass du in keiner Form und Art, in keiner Art und Weise eine Rückmeldung oder eine Wertschätzung bekommst. Denn Applaus bekommst du ja nicht wie Sänger, Künstler. Du bekommst auch keine Preise wie andere Menschen, so Sportler oder auch wiederum wie Künstler, die x Platten verkaufen. Du bekommst keinen Dank wie so ein Arzt, der dann, oh danke, vielen Dank, dass sie mich da geheilt haben, mich gerettet haben und danke für die OP. Also du bekommst auch gar keinen Dank für das, was du tust. Also zumindest nicht ständig oder nicht in der Form, dass das erfüllend ist und dass du merkst, wow, was für eine tolle Leistung und was für tolle Fähigkeiten du da erbracht hast. Und zudem ist es auch so, dass du dann auch auf der monetären Ebene nichts bekommst. Also du bekommst keine Provision, du hast nicht die Möglichkeit, eine Gehaltsverhandlung durchzuführen. Also da gibt's nichts und du bekommst auch nicht irgendwie ein Schreiben vom Ministerium, dass du ein super toller Lehrer bist und dass sie sich freuen, dass du da bist oder dass du da eine tolle Arbeit leistest. Bekommst du auch nicht. Also auf keine Art und Weise bekommst du es. Vielleicht bekommst du hin und wieder mal ein Dankeschön von deinem Schüler oder von ein paar Eltern, wobei auch was Geschenke angeht, da muss man ja auch aufpassen als Beamter, da kann man ja auch nicht alles entgegennehmen, also da ist auch mit Vorsicht walten zu lassen, ist ganz wichtig. Also du merkst, allein diese Tatsache, dass du für deine Leistung, für deine Fähigkeiten, für das, was du erbringst, keine Rückmeldung bekommen hast, also keine Wertschätzung, keine Anerkennung bekommen kannst auf keiner einzigen Ebene, ob es jetzt schriftlich ist oder ob es jetzt mündlich ist oder ob es jetzt monetär ist, führt natürlich dazu, dass du selber deine eigene Fähigkeit nicht einschätzen kannst. Und so entsteht auch sehr schnell das Gefühl, naja, eigentlich kannst du ja nichts.
Und auch diese Ersetzbarkeit, dass man das Gefühl hat, man ist ja schnell ersetzbar. Also man ist ja nichts Besonderes. Auch wenn man krank ist, dann macht es halt immer jemand anders. Also alles läuft schnell, also man ist schnell vergessen, dann wird die Tätigkeit einfach weitergegeben und so läuft's. Und das ist etwas, was du dir wirklich, wirklich, wirklich bewusst machen solltest. Also all diese drei Punkte sind echt Hauptgründe dafür, warum dieser Gedanke entsteht, dass du als Lehrer keine besonderen Fähigkeiten hast und nichts Wertvolles hast. Es ist aber ein systemisches Problem und kein individuelles Problem. Und es ist auch keine Tatsache, dass es tatsächlich so ist, dass du nichts Wertvolles kannst oder dergleichen. Es ist ein systemisches Problem, bewusst oder unbewusst weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass diese drei Punkte, vor allem natürlich Punkt Nummer drei, wo null Wertschätzung und Anerkennung da erfolgt aufgrund deiner Leistung, dass das dazu führt, dass du das Gefühl hast, du hast da jetzt nichts, was du vorweisen kannst. Und hör dir auf jeden Fall die zwei Podcast-Folgen, die ich dir unterhalb des Videos und nochmal als Link nochmal mitgebe, sodass du auch weißt, was für Fähigkeiten du hast. Es ist total wichtig, dass du rausgehst aus diesem Gedanken und immer wieder dir selber bewusst machst, was du da eigentlich tust tagtäglich und wie wertvoll das ist, was du da tagtäglich tust. Weil sonst ist es tatsächlich so, dass du dann in diesen drei Punkten, die ich jetzt genannt habe, dich wiederfindest, dass dich damit identifizierst und dass dieser Gedanke zementiert wird, ja, du kannst ja tatsächlich nichts, was vollkommen falsch ist, absolut falsch ist. Und hol dir auf jeden Fall auch auf meiner Seite den Routenplan zu deiner lukrativen Alternative. Das ist eine PDF-Datei von über 20 Seiten. Kannst du dir kostenlos herunterladen. Den Link findest du unterhalb des Videos. Und dann geh damit mal durch und finde das, was du gerne machen möchtest. Und ich bin mir ganz sicher, dass du auch das, was du machen möchtest, auf jeden Fall machen wirst. Und Motivation kannst du dir auf jeden Fall holen von den Kündigungsgeschichten. Die findest du auch wiederum auf meiner Seite. Den Link findest du auch unterhalb des Videos. Also du siehst, es gibt ganz viele Möglichkeiten, dir selber immer wieder deutlich zu machen, was du kannst, was du da leistest, um nicht in diese Fallen zu tappen und systemisch dafür dann zu sorgen oder das, was das System sorgen will, tatsächlich dann auch anzunehmen und denken, ja, ich kann ja nichts, weil das ist komplett falsch. Du kannst verdammt viel. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao.